Hallo zusammen, heute ist bei uns Pizza in Top. Haben Sie zu Hause tiefgefrorene Pizza im Gefrierschrank, ein paar Kartoffeln, Gemüse? Dann haben Sie für euch ein super leckeres Rezept: Pizza in Top. Ganz einfach zu kochen, Vorbereitungszeit ca. 30-40 Minuten, Garzeit 2 Stunden, alles im Rahmen. Das kann man jeder machen. Dafür brauche ich natürlich erstmal Dutch Oven, ca. 7 Liter Volumen, F9. Dutch Oven. Bleibe dir unbedingt dran und koche die unbedingt nach. Eure Familie wird begeistert von diesem Gericht. Bin sicher, eure Familie wird begeistert von diesem Gericht. Besonders Kinder, die werden begeistert. Für leckere Pizza in Top benötigt wird erstmal fertige Pizza. Dreimal, besser viermal sogar. Aufgetauchte fertige Pizza. Nach eurer Wahl. Eure Lieblingspizza. Zweimal Zwiebelsuppe. Zweimal. Benötigt wird noch Gewürzmischung. Paprika, Edelsüß, Koriander, Kreuzkümmel, Pfeffer, Rot, Schwarz, Scharf. Dann Knoblauch, Lorbeerblätter und Rosmarinzweige, 2 Stück vielleicht. Ein wenig Olivenöl, dann Käse, in meinem Fall Mozzarella und Cheddarkäse. Gute Mischung, Mozzarella und Cheddarkäse. Ja, jetzt Porree, Paprika, Möhren, Zwiebel, diese bunte Mischung. Kartoffel, festkochendes Kartoffel, 2 Kilogramm, 2 Kilogramm. Dutch Oven, 7 Liter Volumen, ein wenig Olivenöl, dann ein kleiner Pinselchen und dieser Pot wird mit diesem Pinselchen eingeschmiert. Am besten ganzer Pot, Boden und Flanken. Kartoffeln, 2 Kilogramm, festkochendes, geschält. Bunte Mischung aus leckerem, gesundem Gemüse, Knoblauch, Lorbeerblätter und natürlich Rosmarinzweige. Am besten sogar nicht einer, 2. Gewürze, 1 Esslöffel, Paprika Edelsulz, 1 Teelöffel Koriander, 1 Teelöffel Kreuzkümmel und 1 Teelöffel gemischt Pfeffer, Schwarz, Rot, Scharf. Dann 2 Tüten Zwiebelsuppe, 2 Tüten Zwiebelsuppe. Olivenöl, ca. 30 ml, noch dazu. Weiter, sorgfältig umrühren. Wasser, wenn Sie möchten etwas Flüssiges, ein Pot haben, dann 1 Liter, sonst halbe Liter Wasser. Fertige, aufgetauchte Pizza. Erste Methode. Pizza wird auf 4 gleiche Streifen geschnitten. Dann Käse drauf und jeder Streifen wird dicht gerollt. Dicht gerollt. Dann im Pot. Wie ich schon sagte, am besten 4 aufgetauchte Pizza für dieses Pot. Für 7 Liter Volumen Pot. Weil Pizza geht ganz schnell weg. Zweite Methode. Pizza wird auf 5 gleiche Streifen geschnitten und wieder festgerollt. Ich glaube, zweite Methode besser mit 5 gleichen Streifen. Dann noch mehr Käse drauf, noch mehr Käse. Am besten Mozzarella und Cheddar-Käse. Schmeckt gut. Und so sieht es aus. Es sieht wirklich lecker aus. Sieht wirklich lecker aus. Ganz schnell wurde Topf voll. Machen wir jetzt mit Deckel zu und zur Feuerstelle. Circa 24 Grillbriketts wurde angezündet und dann 8, 9 restliche 15, 16 oder mehr sogar obendrauf auf Dutch Oven Deckel. Solche Gerichte im Dutch Oven für mich auf erster Stelle, weil es muss man nicht was anbraten, top voll machen. 2 Stunden stehen lassen oder 3 Stunden sogar und dann genießen, essen. Ich mag solche Gerichte. 2 Stunden gar Backzeit. In einer Stunde mache ich Deckel auf und schaue, wie sieht das aus, Käse zum Beispiel. Wenn es zu wenig Hitze von oben wurde, nicht strahlt nach unten, dann muss ich noch wahrscheinlich 8 bis 10 Grillbriketts anzünden, weil wir haben jetzt Winter, ist es richtig kalt, fast 0 Grad.
Im Sommer wahrscheinlich nicht. Im Sommer braucht man sogar weniger Grillbrett jetzt als im Winter. Aber ich würde sagen, mit 25 Grillbriketts, ich komme erstmal klar. Oh, das ist richtig kalt. Eine Stunde ist um. Richtig kalt ist das. Eine Stunde ist um. Wir schauen jetzt. Wie schön ist das? Einfach top kocht selber für euch ein Gericht. Und so sieht es nach einer Stunde. Ja, gekocht, aber keine Kruste. Nicht schlecht aus, aber ich würde sagen, Pizza und Käse sind dicke Freunde. Mehr Käse. Jetzt mit Deckel zu und eine Stunde einfach backen lassen. Eine Stunde. Ich habe jetzt ein paar Briketts angesund, eigentlich war das unnötig. Ein paar Stück lasse ich oben drauf am Dach auf den Deckel und eine Stunde backen wir. Lange 2 Stunden sind um. Ich habe schon riesen Hunger. Und würde ich sagen, das hat gut gelungen. Ich bin sicher sogar, gut gelungen. Und so sieht leckere Pizza in Top nach 2 Stunden aus. Schauen Sie, Pizzaröllchen. Wie sehen Sie? Und knusprig von oben. Lecker aus. Und jetzt dazu Kartoffeln und Gemüse. Ein super leckeres Gericht. Pizza in Top für Winter. Aber würde sagen, für Sommer passt das auch gut. Und jetzt Pizza in Top. Pizza in Top. Kartoffel ist unwichtig. Pizza. Pizzaröllchen. Da. Boah. Hier ist das weich. Und da knusprig. Boah. Für so eine kalte Jahreszeit. Super leckeres, ein Top. Kartoffel hat Pizzageschmack. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal, euer Grillschick. Kochen Sie unbedingt nach. Mega, nochmal mega lecker ist. Und einfach, wichtig, einfach.